Okay, es regnet. Das heißt, es ist wieder total kalt draußen. Könnten wir eigentlich nutzen und dann ins Feenreich gehen. Aber mal. Das machen wir. Wo ist hier mein Trank? Da. Den nehme ich mit. Die nehme ich mir mit. Den nehme ich mir noch mit. Ja, ansonsten brauche ich keinen. Brauche ich nichts anderes. Oh doch, ich brauche Sachen, die ich essen kann. Kochen. Dieses Gericht brauche ich definitiv. Und dieses Gericht brauche ich definitiv. Dann gucken wir einfach mal. Kann ich zufälligerweise dieses hier herstellen? Brauche ich die eine Milch? Habe ich jetzt gerade nicht. Habe ich jetzt gerade nicht. Schade. Egal. Ich glaube, wir kommen damit auch echt gut zurecht. Let's go. Wie einfach meine Gießkanne so aufgefüllt wird. Schon echt crazy. Dunkel ist direkt hier drüben. Ist. Oh mein Gott. Ich hoffe, da drüben regnet es nicht. Das wäre es ja. Hätte ich mir doch nochmal lieber was mitnehmen sollen. Aber jetzt ist egal. Pilzis. Obwohl, hier komme ich ja eh nochmal lang. Dann kann ich es nachher mitnehmen. Nehme ich das nachher mit? So, let's go. Ab ins Feenreich. Okay, hier regnet es nicht. Hier fühlt man sich doch direkt wieder besser. Ich gehe jetzt hier direkt. Okay. Direkt wieder rüber hier, um neue Sachen zu erkunden. Vielleicht finden wir ja auch einen Amüsier oder so und können dann dieses Ding hier fertig machen und uns hierher teleportieren. Das wäre ja nice. So, let's go. Ab rein da. Was? Ein Tipp? Tipp ausblenden. Brauche jetzt dringend meine Spitzhacke und alles. Ich muss unbedingt meine Spitzhacke upgraden. Also alles, was ich jetzt hier finden werde, an diesen Buried Erz, werde ich schmelzen und werde das dann direkt als, also zum Barren verarbeiten, damit ich meine Sachen hier upgraden kann. Das ist so creepy, wie diese Statuen einen die ganze Zeit verfolgen und finde ich ja nicht so geil, persönlich. Schattenfilet. Gut, ein Licht haben wir schon mal gefunden. Und sehr gut. Perfekt. Ganz kurz. Hab da irgendwie eine Idee, aber ich habe gar keinen Plan, ob das jetzt funktioniert. Ich habe den sogar hergestellt, nur nicht mitgenommen. Oh, Mist. Okay. Beim nächsten Mal weiß ich's. Nächsten Mal weiß ich's. Weiter. Ich habe mein Chamäleon total vergessen. Sitzt ja immer noch da oben. Eine Stunde am Daddeln und du sitzt da immer noch. Komm her. Du kommst jetzt wieder auf deinen Platz. Wirst du noch total kalt. Hier. Sorry. Ich hab mein Haustier vergessen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Okay.
Aha. Ja, da ist jetzt so ein Buch. Das ist mega komisch. Das erinnert mich immer an das Buch von Harry Potter. Ich könnte natürlich auch einen Trank nehmen, der uns unsichtbar macht. Dann müssten wir nicht gegen die Dinger kämpfen. Aber wenn hier jetzt gerade keine sind, dann geht das, glaube ich. Bloß nichts vergessen. Da ist eins. Praktisch. Geh mal hier oben hoch. Ich glaube, ich muss sowieso nach da oben. Mein Gott. Ja, perfekt. Sehr gut. Boah, gibt's hier jetzt auch noch so? Das sind zwei schlafende Bücher. Die mache ich alle. Au. Sehr cool. Sehr gut. Den zweiten habe ich auch. Perfekt. Aber ich muss da ja noch nicht durchgehen, Gott sei Dank. Ich habe ja nur das Tor geöffnet. Ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr cool finde, wie man Tore öffnet in verschiedenen Kategorien von Minen, Ruinen und so weiter und so fort. Halt an Orten, wo man Sachen abbauen kann. So. Sieht schon cool aus. Ist schon gut gemacht. Alles mitnehmen, was geht. Ach, guck mal, dazwischen wäre jetzt tatsächlich auch noch was. Ich probiere mal einfach was aus, einfach weil es mich interessiert. Jetzt können die mich nicht mehr sehen, jetzt bin ich unsichtbar. Jetzt kann ich die Sachen hier einfach abbauen. Kann ich die trotzdem auch angreifen? Das probiere ich gleich mal aus. Ja, aber die sehen mich halt nicht. Oh, jetzt. Weil das nachgelassen hat. Okay. Gut. Versuch. Guter Versuch. Was wert. Wir gehen jetzt aber durchs Tor. Brauchen die hier? Auch wieder so ein Siegel. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, mein Gott. Aber die Level sind gleich. Bin ich der Meinung. Level sind gleich. Ach, oh mein Gott. Okay. Muss man so ein bisschen im Auge behalten, wie viel ich insgesamt an, an Tränken habe. Nicht, dass ich mich da irgendwie verschätze. Das wäre ein bisschen sehr doof. Das wäre wirklich sehr, sehr doof. Geht's hier irgendwo hin? Ja, da ist schon wieder so ein Buch in der Luft. Es schwebt einfach. Oh, jetzt bin ich voll reingerannt. Hoppala. Warum krieg ich von ihm nur Pflanzenfasern? Die Uhr, die bringt halt einfach Silber. Das ist voll gut. Silber habe ich gesehen. Okay. Okay, ich bekomme langsam Hunger. Ich nehme jetzt mal die hier. Jetzt gucken wir mal, ob das mehr bringt. Also ob es jetzt direkt mehr gebracht hat in dem Sinne, I don't know. Aber ich habe zumindest jetzt hier den Türöffner Nummer 2.
Halt auch nur so eine Chance, dass man da halt ein bisschen mehr bekommt, glaube ich. Richtig gut. Ja, umso mehr, desto besser. Ist so. Ist so. Ich muss mal hier ein bisschen mehr nehmen, weil ich sonst eine Kraft habe. Und dann können wir gleich, wenn ich ein bisschen Money gemacht habe, die Arbeitsgeräte upgraden. Das ist ganz wichtig. Okay, wir gehen jetzt durch die nächste Tür. Okay, na gut. Also vier von diesen Siegeln kann ich definitiv schon mal herstellen. Weiß ich definitiv, dass ich die hier anbringen kann. Und dass die nicht umsonst sind. Ah, perfekt. Lichtchen. Oh, zu weit. Fast zu weit. Kann ich den zweiten hier auch mitnehmen? Oh ja, mein Gott, perfekt. Einmal da, einmal da. Aber ich nehme natürlich diese Dinger hier noch mit, weil ich das Silber möchte. Magie Level 8 erreicht. Wie gut. Also ich denke, wir haben den Tag dann gleich ganz gut genutzt. Beim Regen hier hinzugehen. Sehr, sehr gut. Aber jetzt erkunde ich hier nochmal alles. Und nehme noch so viel, wie es geht mit. Von dem... Ah, nee, das lasse ich noch mal auslaufen. Nicht zu viel verwenden. Und sparsam sein. Oh, da ist schon wieder ein Buch in der Luft. Okay, hier gibt es aber dann tatsächlich doch gar nichts. Oh, doch, hier unten. Ist noch was. Au. Wehre dich. Oh, ich habe einen Rosen. Ich habe einen Rosenquarz bekommen. Wie cool. Aber mehr sehe ich hier tatsächlich auch nicht. Dass hier noch irgendwas ist. Oh, oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank. Oh, saved. Und durchs Tor durch. Nach den ersten 4 bis 5 Ebenen kommen ja meistens immer die Diamanten. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Digga. Ich hasse diese Deckel.
Okay. Sehr gut. Was ist das denn? Greifen die an oder laufen die weg? Ah, da kriege ich Holz. Oh, okay. Und ich krieg noch andere Sachen raus. Ist auch gut. Wie viel von diesem Dings? Okay, ich habe davon jetzt schon sehr, sehr viel. Mein Gott, ist das weitläufig. Perfekt. Ja, wir haben das Licht. Wie viel besser? Wir haben Kristall. Richtig gut. Oh mein Gott, das ist alles hier so. Ey. Wo muss ich denn hin? Okay. Okay, wir werden gleich instant rausgeschmissen, weil es schon übel spät ist. Nicht wundern. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Au. Schnell alles einsammeln, was hier geht. Nein, das ist jetzt nicht so wichtig, weil ich kann es hier eh nicht speichern, in Anführungsstrichen. Aber ich kann hier noch so viel einsammeln, wie ich kann. Wie die Zeit da ist. Okay, hier habe ich safe angefangen. Gehe ich jetzt einmal hier runter. Da ist nämlich noch was. Oh mein Gott. Ist egal, wenn ich getroffen werde. Ist komplett egal. Ich möchte die Sachen hier mitnehmen. Die Sachen mit. Boah, das Ding verfolgt mich. Holy shit. Oh mein Gott. Okay, aber es war auch sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Es war wirklich knapp. Wow. Wir haben insgesamt 105 von denen hier. Wir haben 10 Silber. Wir haben Amethyst 11. Wir haben Rosenquarz 3-mal. Und wir haben noch 3 von diesen Tränken. Von denen, die wir zum Atmen brauchen. Jo. Also ich würde sagen, das ist eine gelungene Ausbeute. Sehr, sehr gut. Das packe ich jetzt alles einmal weg. So. Und dann mache ich jetzt was Cooles. Und zwar muss ich Barren anfertigen. Oh, das Barren, da. Genau. Harry Barren. Boah, fertig mal 10 Stück an. Von den Silberdingern. Ja, mach auch mal ein. Passt das. Und hier werde ich jetzt.
Ziege. Zwei Stück. Oh, dann muss ich die anderen da einmal abbrechen. Weil, warum gehe ich denn mal dahin? Weil die davon nicht ganz so viele machen sollen. Warteschlange. Fertigung abbrechen. Mach mal da bitte nur 8 erstmal. Dann kann ich da nämlich ein paar von den, von diesen Dingern herstellen. Damit ich da durchkomme. Damit ich da besser durchkomme. Sagen wir es mal so. Okay. Sehr, sehr gut. Das wird jetzt vor sich hingeschustert. Kann ich mal einen von herstellen. Ich muss auch definitiv nochmal in die andere, also in die Mine, um mir ein bisschen was zu holen, damit ich, oh, ist schon fertig. Oh mein Gott. Wie krass. Ja, mega schnell. Oh, wie cool. Oh ja. Hildegard, Digga. Hildegard wird vielleicht bald verkauft. Weil, ich gerne. Weil ich gerne Tiere hätte, die sehr viel mehr Balken hier haben, weil die mehr Erzeugnisse bringen. Dann hole ich mir aber einfach eine zweite Hildegard, dann passt das. Hildegard 2.0. So. Oh, perfekt. Ist ja richtig gut. Die sind auch alle schon fertig, oder was? Das ging ja krass schnell. Ja, mega krass. Schnell. Ich stelle dann gleich mal direkt wieder Dünger her, weil sonst haben wir irgendwie nicht so viel davon. Was kommt denn da? Ist das Knoblauch? Cool. Platsch, alles nass. Okay, und hier sind, oder hier wachsen definitiv ganz viele. Das ist sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr drüber. Das kann schon wieder leer. Ja. Perfect one. Was können wir denn hier noch machen? Guck mal, wir können ja die hier jetzt nochmal ernten. So. Und dann ernte ich die, dann gieße ich die hier drüben auch nochmal einmal. Gehe ich hier direkt an die Station. Das ist sehr gut, dass ihr die... Perfekt. Dann stelle ich die aus von denen da. Damit wir einfach auf Vorrat haben. Ja, mehr haben wir, glaube ich, noch gar nicht geerntet. Nö. Hier kommt Kohl. Auch sehr cool. Ich sammle jetzt hier mal die ganzen Sachen ein. Die Erzeugnisse von den Tierchen. Immer. Zwei Eier. Das ist sehr cool. Hallo, danke. Hildegard, Karen, Chili, Harald. Also, eigentlich müsste Hildegard weg. Damit wir irgendwie mit Karen weiterzüchten können, wenn sie dann hier die Balken voll hat. Weil davon ausgehe, dass wir mehrere verschiedene Farben auch von Hühnern bekommen, dass die Chance halt steigt, je zufriedener die sind. Und Hildegard ist halt, die können wir halt nicht höher bekommen, weil das halt noch so dieses Anfangshuhn ist. Genauso wie es mit Wolle und Fussel aussieht, da müssten wir eigentlich auch züchten. Damit die uns auch mehr Wolle geben und so. Aber mein Stall ist halt nicht wirklich groß genug dafür, in Anführungsstrichen. Da müssen wir jetzt ein bisschen den Tieren haushalten und gucken, wen wir weggeben und wen wir bleiben lassen und so weiter und so fort. Genauso mit den Kühen. Also und Schafen, meine ich natürlich. Hallo. Scheren. Oh.
So, und dann kriegen die jetzt auch nochmal Futter. So. Und dann jetzt entweder gleich in die. Ich glaube, es geht in die. Weil ich ganz viele Kristalle brauche, um Geld zu machen. Perfekt. Oh, und ich brauche hier die. Ganz dringend. Um die rosa eine Farbe zu holen. Oh, wir haben neue Muscheln. Wie schön. Direkt alles einsammeln hier, was wir hier finden. Gott sei Dank ist die Tasche jetzt maximiert. Maximal ausgebaut. So angeln finde ich auch komisch. Irgendwie. Sucht bestimmt nach Wattwürmern. Hi, was geht? Die Stimme, diese hohe. Komm ich nicht drauf klar. Okay. Jetzt in die Mine. Ganz viele Kristalle sammeln. Oh, wie süß. Haben wir die schon? Nee, die ist neu. Zuckerrohr mitnehmen, auch gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Alles abholzen hier. So. Jetzt ganz viele Kristalle sammeln. Ab Ebene 8. Das ist sehr gut. Das ist 2 Stück. Geschlagen. Durch meine Tränke wieder nicht dabei. So ein Mist. Also diese Unsichtbarkeitstränke bringen bei denen ja auch nichts, weil die die ganze Zeit rumwirbeln. Da bringen dann so diese Schutzschildtränke was. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Tränke auf einmal nehme. I don't know. Müsste ich ja eigentlich mal ausprobieren. Aber nur damit ich es weiß. Grüne, auch gut, auch gut, auch gut, auch gut. Gut hier rein, danke. Und ja. Oh mein Gott, sammelt's ein. Ich hätte wirklich Tränke mitnehmen sollen. Ich hab halt absolut gar keinen Bock, mich hier durchzukämpfen. So mit den Truhen eigentlich gar kein Problem. Da kann man immer gut vorflüchten, aber von diesen Rädern, das ist echt nervig. Oh, und ich brauche Eisen. Um mein Haus aufzubessern. Ja, trifft mich nicht. Ich aber nur durch. Gott sei Dank können wir einfach so durchlaufen, ey. Gott sei Dank. Ah.
schnell durchhasseln hier. Ich weiß gar nicht, wie viele wir auf einmal verkaufen könnten. I don't know. So habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber das wird schon. Wie die alle hinterher hüpfen. Okay. Oh, der hat mich gesehen. So ein Mist. Oh, da wollte ich doch noch hin. Einfach abhauen. Ganz schnell. Oh, der hat mich auch gesehen. Shit. Wird jetzt so ein bisschen Kampf, tatsächlich. Oh. Das war gut. Au. Von einer Uhr gebissen. So einer Kacktasche. Oder was auch immer das sein soll. Und die hinterher? Ich. Hallo? Ah. Nee, hier gibt's nichts. Nichts außer eine wütende Truhe. Ey, wenn wir... Ich habe jetzt schon wieder 120 von den Grünen, was super geil ist. Dann kann ich nämlich 12 Stück von denen schon herstellen. Ich brauche halt einfach nur Eisen nur noch, um mein Haus zu verbessern. Das ist das Einzige, was noch quasi gemacht werden muss. Dann habe ich nämlich wieder eigentlich genug Geld, um das direkt... Oh nein, ich kann nicht mehr... Los, los, los. Hämmer weiter, hämmer weiter. Bin sehr gespannt, ob wir dann einen Raum dazu bekommen oder nicht. Danke. Ja, danke. Mann, ich krieg eine Schelle nach der anderen hier. Ich will halt mich jetzt gerade nicht durchkämpfen. Ich will einfach nur die Sachen holen und gut ist. Wird man dauernd geschlagen. Da. Bin ja noch so blauen. Schon. Und nochmal. Ey, es reicht. Dreimal hintereinander. Hallo. Ein schönes Hirntrauma. Lass das doch. Okay. Vielleicht nochmal auf Ebene 18, ob ich da alles hab. Und dann verpiesel ich auch wieder. Okay, ja, meine Energie ist sowieso gleich over. Deswegen werde ich gleich zurückgehen. Wow! Oh nein! Oh nein! Ja, beweg dich! Okay, gehen jetzt direkt raus. Gehen wir nach Hause, dann stellen wir wieder Kristalle her. Also diese Diamanten stellen wir dann her aus den Kristallen. Und dann verkaufe ich die und dann bin ich wieder rich. Sehr gut. Das machen wir so. Das ist der Plan. Ein Plan, der immer funktioniert. Hat der die jetzt schon fertiggestellt? Ja. Sehr gut. Gerne davon 8. Da ganz gern. So. So, jetzt habe ich alle davon. Das sieht gut aus. Das sieht nach einer guten Ausbeute aus.
Ist hier auch. Muss ich dran denken, dass ich die mitnehme, wenn wir in die Mine gehen. In die Ruinen, meine ich, bei den Feen. Und, genau. Es wird schon. Es wird. Mal einen noch herzustellen, ich weiß gerade gar nicht. Warte, komm. Feinerte Barren. Oh ja, doch, ich muss einen muss ich nochmal herstellen. Dann habe ich 12 und dann passt das auch. So, ich habe auch genug Eisen, dass ich mir das da leisten kann. Jetzt muss ich nur noch einmal ganz kurz gucken, ob ich genug Holz habe. Ach ja, ich kann ja nicht. Komm. Habe ich genug Holz? Frage. Hä? Rohstoffe? Da. Ah ne, ich habe nicht genug. Ich brauche, glaube ich, 25 von denen. 25 von denen, 25 von denen. Dann kann ich mein Haus für 4000 erweitern. Also wieso? Money, aber... Muss schon was verkaufen. Oder reicht die Zeit jetzt nicht? Natürlich doof. Den behalte ich erstmal. Der ist echt wertvoll. Aber wir warten auf den nächsten Tag. Auf einen Tag kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja. So, einmal Schlafi. Er hüpft. Er ist immer noch. Und, ja. Es ist bewölkt, das ist gut. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Let's go. Ich mach mal direkt den Barren ab. Und ab. Hoffentlich alle gleich. Ah, der ist jetzt auch gleich durch. Dann warte ich nochmal ganz kurz. Und dann werden wir gleich als erstes die Sachen verkaufen. Dann wissen wir schon mal, wie viel Geld wir am nächsten Tag bekommen und können so ein bisschen planen, wie viele Werkzeuge wir verbessern können. Und so ein bisschen Hände. Genau, die behalte ich. Blumen muss ich gleich mal gucken, ob es da irgendwas gibt, was ich... Die hier muss ich definitiv mitnehmen. Mit. Die bleiben bei mir jetzt in der Tasche. Falls ich noch irgendwie was habe. Feldarbeit. Ich möchte ganz gerne die jetzt hier haben. Mensch. Alle übertragen bitte. Was ist das? Was ist das? Blumenkohl. Ja, die kann ich auch direkt wieder pflanzen. Ist ja perfekt. Ja, und gerne das noch mit. Perfekt. So. Da habe ich davon. Okay. Man ja mal alles hier nutzen, was hier gibt. An Platz. Okay. Ja, okay. Mensch, machen wir so. Dann nehme ich mir gleich noch einen Trank mit. Falls ich nochmal jetzt in die Ruine oder so gehe. Damit ich genug Energie habe. Die Blümchen dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Ganz wichtig. Oh, jetzt haben wir keine. Hm. Oh nee, renn mir nicht hinterher, du Huhn. Ich will dich jetzt nicht streicheln. Geh weg. Geh weg. Och. Oh mein Gott. Ey, die Tiere, die machen mich so wahnsinnig. Oh mein Gott, wie viele schöne neue Blumen dazwischen sind. Okay, also langsam habe ich es raus mit dem Kreuzen. Langsam kriege ich das echt hin. No, wie schön. So. So ein Mist. Ach, Moment mal. Wir probieren was aus. Hier einen so einen Trank. Dieser Regenwolke. Und jetzt wartet mal ab. Tada. Ist das nicht cool?
Und die Regenwolke geht halt auch schnell wieder. Aber es ist alles gegossen, was ich gießen musste. Geil. So kann man das auch machen. Ich finde es sehr, sehr cool, dass dieses Game das mit eingebracht hat, dass die Blumen immer wieder neu wachsen und dass man nicht jedes Mal neu kreuzen muss. Das finde ich so angenehm. So, die gelben, die brauche ich auch, damit ich mir diese gelbe Farbe kaufen kann. Auch ganz wichtig. Die roten und die weißen, die brauche ich erstmal nicht. Das geht schon. Ja, yeah, es ist so schön, die Blumen. Wunderbar, okay. Brauche ich nicht. Düngen kann ich jetzt nochmal machen. So. Moment. Was? Perfekt. Um die Ernte kümmern wir uns später. Jetzt erstmal wieder die Tore aufmachen und die Diamanten verkaufen. So in den Ruinen bei den Feen, meine ich. Brauche dafür aber die Tränke. Brauche definitiv das hier, das Gericht. Brauche die hier. Die können wir zubereiten. Gut. Nüsse. Sehr gut. Verarbeite ich zu Zucker. So. Ah, okay, kann ich nicht. Alles klar. Es ist jetzt am Ackern. Okay, habe ich jetzt irgendwas im Inventar, was ich nicht brauche? Nö, ich habe eigentlich alles da. Ich gehe jetzt aber mal meine Sachen hier verkaufen und dann gehen wir direkt wieder zu den Feen rüber. Sehr gespannt, was wir da alles so kriegen. So, erstmal hier alles rüberdingen. Das macht schon 1000. Das macht 1,5. 1,8. Wir haben gleich wieder richtig viel Money. Ach so, ist jetzt alles... Okay. Ich habe jetzt nichts mehr, was ich nicht brauche im Inventar. Gut, perfekt. Dann los, ab zu den Feen. Habe ich die jetzt gegossen oder habe ich die nicht gegossen? Okay. Ja, das ist gerade komisch. Ach, ich habe mein Gips nicht mitbekommen. Gerichte. Ja, jetzt bin ich ready. Let's go. Es länger anhält die Wirkung. Deswegen habe ich das mitgenommen. Bin sehr gespannt, was wir auf dem Grund oder nach dem 25. Tor hier finden werden. Ob es irgendwie irgendein Geist sein wird, ob es irgendwie irgendwas Mystisches sein wird. Bin sehr gespannt. Lass mich überraschen.
Hier werde ich direkt mal eins reinpacken. Let's go. Dann ist das hier nämlich schon mal offen. Und ich kann hier durchrennen. Das erspart so viel Zeit. Weil in den ersten oder auf den ersten Ebenen ist halt... Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Heilige. Auf den ersten Ebenen ist halt einfach so gut wie gar nichts zu tun. Kann man dann auch ruhig mal sein lassen. Hä? Bin ich hier richtig? Bin hier nicht richtig. Wo muss ich denn hin? Gott. Ah, ich muss darüber. Bis dahin. Na gut. Okay. Sind ja für Diamonds hier. Größtenteils. Gott. Ich glaube, ich muss hier einfach nur geradeaus runter, oder? Hello? Where am I? Ah, doch, ja. Sehr gut. Und bei Ebene 5? Da brauche ich wieder so ein... Mist. Okay, aber wir kommen hier zumindest schon mal hin auf Ebene 5. Schon mal sehr gut. Ab hier schlagen wir uns durch. Geht's weiter. Ah. Geh weg. Au. Au, ich werde voll durch. Ah. Was ist das? Kleiner gerechter Atemtrank. Wie cool. Okay, also diese Uhren, die greifen eigentlich nicht instant an. Und schon mal gut. Wow, ist da hoch. Gebt mir eure guten Sachen. Gebt mir euren Stuff. Ah, der hat uns gehört hier beim Kämpfen. Mittlerer Heiltrank habe ich bekommen. Sehr gut. Ja, also manchmal zahlt sich das schon aus. Rauer Smaragd. Mega gut. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das ist mega gut. Richtig geil. Gehe ich jetzt eigentlich hin? Gehe ich jetzt wieder zurück zum Eingang oder was? Reingekommen bin? Oh. Oh, wie cool. Direkt zwei von denen. Richtig gut. Geil.
Ah, perfekt. Muss ich gar nicht lange suchen. Ach so. Sehr gut. Begeistert. Hier brauche ich dann wahrscheinlich auch einen. Ja. Hier gibt es wieder was zu tun. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Aua. Zwei Grill. David. Das macht schon echt einen großen Unterschied. Moment, ich nehme mal einmal gerade ganz kurz hier das Dings. Und dann passt das wieder. Ja, von dem müssen wir gleich auch direkt wieder was nehmen. Ich weiß gar nicht, woher ich gerade gekommen bin, aber ich glaube, von oben bin ich nicht gekommen. Nee, das sieht mir noch hier sehr unberührt aus. Wow. Jetzt kriegst du zurück. Einnehmen. Ziehen. Dann geht's weiter. Hier ist auch ein... Ja, alles klar. Gucken wir mal so, was da so gefordert wird, damit ich mir das ungefähr merken kann, was ich brauche. Ja, was ist das denn? Ach, krass. Nicht stark genug, die Sichel. Jetzt habe ich das Buch geweckt. Nein, jetzt greift mich das von hinten an. Mist. Ist das nicht abzubauen, ist gerade. Schade. Aber es ist schon so ein kleines Labyrinth jedes Mal, wenn man hier so durchgeht. Meine Güte. Also jetzt verstehe ich, warum das im Koop halt einfach richtig geil ist. Kann sich halt einfach richtig gut aufteilen. Der eine geht auf die andere Seite, macht da was. Der andere geht auf die Seite und dann schlägt man sich hier zusammen durch. Mega gut. Was habe ich denn jetzt von denen? Ah, mega. Richtig gut, ich bin begeistert. Hier oben wird es wahrscheinlich dann, ja. Habe ich eine Karte jedes Mal? Nee, habe ich. Muss ich einfach blind durchlaufen. Das ist ein Buch. Ah. Komm schon. Ich muss gleich definitiv so einen Heiltrank nehmen. Ey. Oh, ich habe beide gefunden gerade. Nice. Sehr gut. Es wird wieder spät. Geh jetzt noch durch die eine Tür da hinten und guck so viel, wie ich mitnehmen kann. Also von der Zeit her meine ich mitnehmen kann. Aber ich glaube, dann ist das eine ganz gute Ausbeute wieder gewesen. Boing. Boing. Na, okay. Ha. Oh, hier ist voll viel, hier ist voll viel, hier ist voll viel. Oh nein, ich will den eigentlich jetzt gar nicht. Ich habe dafür keine Zeit.
Schade. Hauptsache Silbererz haben mitgenommen.